Hallo, willkommen bei Atlantica Online. Heute machen wir mal was Altes, was noch fehlt. Und zwar ist es heute der letzte mir fehlende Gildendungeon, und zwar der Gildendungeon Revolution. Dazu braucht man Schlüssel, wie bei allen Gildendungeons, und zwar braucht man hier die Operationsbefehle. Den Schlüssel bekommt man ausnahmsweise mal nicht von Pointree, den bekommt man von John Jay, und zwar von den Wege zum Ruhm. Und zwar muss man da 100 geborstene Kanonenkugeln abgeben. Die bekommt man aus dem Gruppendungeon, aus dem IND-Territorium von Delaware. Da muss man 100 Stück sammeln, da muss man sicher mehrere Male rein. Oder auch aus dem Revolution-Gilden-Dungeon selber. Und da solltet ihr mit eurer Gilde natürlich sammeln. Ich bin hier mit meiner Gilde Lifelight drin und ich hoffe, wir schaffen den ganz gut. 60 Minuten Zeit sind dafür. Wie gesagt, den Schlüssel, die Operationsbefehle und John Jay für 100 geborstene Kanonen. Gehen jetzt mal links rum. Da gibt es in der ersten Ebene, der Flamme der Schlacht, geht es links, Mitte und rechts rum. Sollt ihr euch natürlich aufteilen. Natürlich, wie in jedem Gilden-Dungeon, können alle Spieler einer Gilde mit, bis zu 100 Leute eben. Wir sind hier im Land der, oder hier nahe New York, im Land der Mutigen grob, zu, ja, so eine Art Wilder Westen oder Kolonialzeit oder sowas als Thema. Früher gab es hier mal den Washington zur Rekrutierung, das zumindest aktuell nicht, das war mal ein Event. Man kann, wie ihr seht, mit 7 Charakteren rein, also dem Hauptcharakter plus 6 Söldner. Gibt 3 Ebenen hier. Die Monster sind Level angepasst, bis auf den End-End-Boss, der ist Stufe 118. Wie gesagt, 60 Minuten Zeit, und dieser Gilden-Dungeon hat einen Cooldown von 40 Stunden, also könnt ihr alle 2 Tage in etwa machen. Gibt 3000 Gildenpunkte fürs Abschließen, das steht auch hier, und das ist sehr verwunderlich für einen Gilden-Dungeon, auch 1000 Nationserfahrungspunkte. Also wenn ihr eure Nation hochstufen wollt, dann ist dieser Gilden-Dungeon ein sehr guter, im Vergleich zu den anderen zumindest. Aber natürlich der Schlüssel, ich habe schon gesagt, 100 geborstene Kanonenkugeln, die dauern doch etwas länger zum Sammeln. Wie gesagt, wir sind in der ersten Ebene, Flammen der Schlacht. Ich suche mal die Karte raus. Klopp hier natürlich auch noch nebenbei, so gut es geht. Flammen der Schlacht, hier geht's am Anfang rein, links rum, Mitte und rechts rum. Neben den normalen Monstern, die ihr hier seht, gibt es auch ein paar Spezialmonster. Hier zum Beispiel ein Zelt. Das Zelt, da gibt es auch 2 verschiedene. Die sind teilweise sehr, sehr gut vom Schaden her, was sie verteilen. Also da etwas aufpassen. Natürlich, wie in jedem Gilden-Dungeon müsst ihr alle Ebenen clearen. Ich sag, 3 Ebenen gibt's hier. Auch Spezialmonster sind hier die Kanonen, die droppen häufiger die geborstenen Kanonenkugeln, die ihr wieder braucht, um in den Gilden-Dungeon reinzukommen. Aber es wird nicht mit ein bisschen Gruppen-Dungeon-Farmen einhergehen, dass ihr den laufen könnt. Ja, wenn wir jetzt noch etwas Luft haben in der ersten Ebene, oh, und ihr seht, eine Endbelohnung haben wir schon gelootet aus dem
aus der Kanone hier. Ja, was gibt's noch an Loot? An normalen Sachen kriegt man, wir haben noch nicht alles, aber es gibt glänzende Saphire, glänzende Opale, böse Seele-Extrakt haben wir schon und Titanbarren. Uns fehlt noch der glänzende Saphir. Der glänzende Opal fehlt uns noch. Kisten gibt's von Phönix bis Pegasus. Also Phönix-Kisten, die auch noch in die Jackpot-Lizenz reingehen. Dann droppt auch unbrauchbare Munition. Da braucht man 50 Stück für den Delaware-Gruppendungeon. Territorium von Delaware, wo man auch wieder geborstene Kanonenkugeln bekommt. Und auch die, wie gesagt, das habe ich schon erwähnt, die geborstenen Kanonenkugeln. Wo man eben 100 Stück braucht, damit man wieder in den in den Gilden-Dungeon hier rein kann. Ihr seht, ein paar davon haben wir schon gelootet, auch Kisten gab es schon. Das ist einer der lukrativsten, wenn nicht der lukrativste Gilden-Dungeon hier. Aber den gibt es, wie gesagt, sehr, sehr selten. Deswegen, wenn der mal laufen wird, falls ihr Zeit habt, lauft mit. Der ist auch sehr, sehr schön. Wir kriegen immer mehr von den Kanonenkugeln. Ja, und wie ihr seht, die Zelte, ich habe jetzt eins ganz gut geschafft, aber die sind doch etwas stärker. Und jetzt haben wir jetzt so einen Miniboss, einen verdammten Kommandanten. Die Minibosse, wie wir auch schon bekommen haben, wie von der Kanone oder von dem Kommandanten hier, die können wie gesagt auch eine Endbelohnung droppen. Natürlich gibt es in dem Gilden-Dungeon auch Monsterinformationen, die ihr haben solltet. Dann kriegt ihr öfter mal mit der Item-Info hier plus 1. Oh, ist noch was drin? Jawohl, starten wir Gildenhandwerk auch nochmal. Passt wie gesagt auf, dass ihr nichts überseht. Das ist ja natürlich das ganz normale wie bei jedem Dungeon. Oh, jetzt mal 500% XP. Und da die Level angepasst sind, ist die XP hier von den normalen Gegnern auch ganz ordentlich zumindest. Wie gesagt, das Loot ist ganz gut. An Kisten und hier wieder für den Dungeon, um hier wieder reinzugehen. Ach ja, und der Endboss, der ganz große Endboss, der General Arnold, der kann auch noch 150er Ringe fallen lassen. Oh, jetzt haben wir Phönixkisten gekriegt, wunderbar. Da hinten geht's weiter in die zweite Ebene. Immer weiter. 7 Monster stehen noch da. Könnte sein, dass schon alles im Kampf ist. Wahrscheinlich. Von rechts kommen sie jetzt auch schon. Schauen wir nochmal in die Mitte. Naja, hier sind noch 2 im Kampf. 4 Monster stehen noch da. 2 sind tot. Es ist immer, da kann man natürlich hier leicht was übersehen. Ah, hier ist noch einer. Könnte noch ein Gegner irgendwo fehlen?
Ja, ich nehme mal an, irgendjemand hat den schon. Natürlich sollte der auch so gut es geht kommunizieren. Ich bin jetzt heute natürlich nicht im TS, weil ich euch den Dungeon hier erkläre. Normalerweise, je besser man sich abspricht, desto koordinierter kann man eben links, rechts, Mitte laufen und Gegner eben suchen. Zweite Ebene hier ist dann immer weiter. Das Loot bisher. Zwei Phönixkisten und immerhin schon 8 Munition. Na gut, hier linksrum hätte ich nicht unbedingt noch ablaufen müssen. Ah, vielleicht ist auch einer von den kleineren hier gestorben. Das kann natürlich auch sein. Ein paar Leute sind wir doch hier drin. Hier die Anzeige mit den Gegnern ist jetzt nicht sonderlich aussagekräftig. Die Minibosse und Zelte und so weiter, die geben doch deutlich mehr. Natürlich solltet ihr auch Titel und Feste machen, so gut es geht. Weil, bevor wir in die zweite Ebene gehen, sage ich euch schon mal die Endbelohnung. Die Endbelohnung, oder beziehungsweise die Belohnung für die erste Ebene gibt es 50 von den kostbaren Schatz des Patrioten. Für die zweite Ebene auch nochmal 50. Und die dritte Ebene, da gibt es Belohnungen, je nachdem wie lang ihr gebraucht habt. Das ist natürlich jetzt aktuell kontraproduktiv ein bisschen. Aber falls ihr unter 20 Minuten seid, das schaffen wir jetzt heute natürlich keinesfalls, da wird es 200 Kisten geben. Nochmal zusätzlich zu den 100, die es für E1 und 2 gibt. Unter 30 Minuten gibt es 180 Kisten. Unter 35 Minuten gibt es 160. Unter 40 gibt es 150. Unter 45 Minuten gibt es noch 140. Und unter 60 Minuten, das heißt, überhaupt den Dungeon erfolgreich schaffen, gibt es 130. Also ein paar mehr gibt es, wenn man mehr Leute ist und demnach auch den Dungeon fleißiger und schneller cleared. Ja, so viel zur Endbelohnung. Jetzt warten wir noch, bis die Ebene hier clear ist. Mal schauen. Ich denke, es sind schon welche. Ah, sind schon welche auf der Suche. Kann natürlich immer mal passieren, dass sich irgendwo ein Gegner versteckt. Hier ist der Eingang. Mal rechts rum. Nicht. Jetzt ist der Titel abgelaufen, machen wir natürlich gleich einen neuen rein. Soll ich vielleicht noch die 3D-Modelle auch anmachen, dass ich sehe, falls jemand den schon gefunden hat und im Kampf ist. Monsterinformationen weitergeben. Gibt's ja nicht. Wo hat sich der eine Mob versteckt? Ah ja, jetzt wurde er gefunden.
Das war jetzt eine Suchaktion. Dann gehen wir schon mal nach oben. Aber ihr seid immerhin die ganze Ebene nochmal abgelaufen. Sagt, so sieht sie aus. Ich kann schon mal kurz die zweite Ebene einblenden. Das ist immer weiter. Hier ist der Eingang, so links, und da sind immer so kleinere Abzweigungen. Jetzt wird es gleich weitergehen, hoffentlich. Der Titel war abgelaufen. Machen wir natürlich vorbildlich einen neuen rein. Dauert natürlich, aber jetzt geht's weiter. Wie gesagt, der Loot ist gar nicht so übel im Vergleich zu den anderen Gilden-Dungeons. Auch hier sind 55 Monster. Sagt, verpasst hier auch die Aussparungen an den Seiten nicht. Auch hier ist so eine kleine Einbuchtung mit Zelt und Kanone. Ah, jetzt seht ihr mal den Schaden vom Zelt. Gut, jetzt bei mir war der jetzt nicht so. Gibt es aber, glaube ich, auch zwei verschiedene Stärken. Okay, das von den kleinen Mobs da, die Belohnung, die Goldbelohnung ist etwas komisch, aber. Karten habe ich auch schon mal rein. Wie gesagt, hier so links, rechts und hier die Einbuchtung nicht vergessen. Hier geht's lang, hier geht's lang. Und hier die Einbuchtung, da sind wir gerade gewesen. Dann, wozu hier der Dungeon auch wichtig und gut ist, es gibt eine Questreihe hierzu. Früher gab es mal ein Event mit dem Patrioten. Dem Washington, einem von meinen Lieblingshelden, dem hier, einem der besten, wenn nicht dem besten Gewehrschützen. Aber inzwischen gibt es nur noch eine Questreihe zum Land der Mutigen. Da ist eine recht lange Questreihe hier in den abgelegenen Randgebieten, das ist draußen, die einen dann in den Gruppendungeon reinführt, in den ins Territorium von Delaware. Wo ihr, wie gesagt, ich erwähne es immer nochmal, wo ihr die geborstenen Kanonenkugeln sammeln müsst, damit ihr den Schlüssel für ihr erhaltet. Und schließlich auch hier in diesen Gilden-Dungeon. Das heißt, die Questreihe Land der Mutigen von General Washington unter anderem, ab Stufe 150 könnt ihr die Questreihe machen. Da müsst ihr hier rein, in den Gilden-Dungeon. Und in diesen Gilden-Dungeon müsst ihr für die 12. Quest vom General Washington die erste Ebene betreten, also einmal Flammen der Schlacht besuchen. Und ich empfehle euch, die direkt die ganze Reihe zu machen, das heißt dann auch gleich wieder rausgehen, weil die 13. Quest ist den verdammten Kommandant töten. Den hatten wir in der ersten Ebene auch gemacht. Das war der Miniboss, den wir ganz links hinten getötet haben. Gibt es aber zwei oder dreimal, wenn ich mich nicht täusche. In der Mitte gibt es auf jeden Fall. Rechts bin ich mir nicht ganz sicher.
also den verdammten Kommandanten in der ersten Ebene töten, ist die 13. Quest. Und dann muss man sich hinsetzen oder sowas, also irgendwas Kleines. Und die 15. Quest muss man dann wieder hier in den Dungeon rein. Und zwar müssen wir da General Arnold töten. General Arnold ist der Boss in der 3. Ebene. Die 3. Ebene ist nur ganz kurz, das werdet ihr gleich sehen dann. Wenn wir nicht wieder so lang nach einem verschollenen Mob suchen. Ich frag schon mal. Dass es abgeklärt ist, wer den Boss macht, weil der hält wirklich ganz schön was aus. Der General Arnold. Da sollten recht starke Spieler rein. Wie gesagt, der ist nicht Level angepasst, der ist Stufe 180. Und auch wenn der Schaden von ihm vielleicht nicht so riesig ist, der steckt ganz schön was ein. Deswegen solltet ihr den eher zu dritt machen, falls ihr das könnt. Ist ein Mob übersehen worden. Sehr gut, dass wir auch noch. Hat jemand Angst vor der Schauspielkarriere? Schauen wir mal, ob wir einen Kampf beobachten können von Moonshadow. Mal schauen. Neun geborstene Kanonenkugeln, also knapp. Ein Elftel haben wir schon. Hier seht ihr auch nochmal einen verdammten Kommandanten. Also auch in der 2. Ebene gibt es noch einen. Aber ihr solltet eben ein bisschen euch koordinieren, damit derjenige, der die Quest macht, auch unbedingt einen bekommt. Wenn mehrere die Quest gleichzeitig machen, wie gesagt, seht zu, dass jeder einen kriegt oder dass die den zusammen töten. Aber die Questreihe lohnt sich richtig hier. Die, wenn ich mich nicht täusche, gibt die 500 Millionen sogar dann, der General Arnold. 500 Millionen XP, also es lohnt sich wirklich. Aber auch wenn der Gruppendungeon ab Stufe 150 ist und der die abgelegenen Randgebiete bzw. das Land der Mutigen ab Stufe 150 ist, der Gildendungeon kann mit jedem Level betreten werden. Und zumindest die normalen Mobs sind auch nicht so stark, dass man den mit einem niedrigeren Level nicht schaffen könnte. Hier seht ihr auch nochmal ein paar Kanonen und so. Und hier ist ein etwas größerer Miniboss, der verdammte Feldherr. Steht hinten recht weit nah am Portal. Vierzehn Gegner sind noch da, ein paar haben wir sogar noch gesehen. Gildenhandwerk. Ja, da geht mir noch eine Kanone ab. Nochmal einen kostbaren Patriotenschatz. Ja.
hier sieht es zwar aus, als würde es weitergehen, aber in Wirklichkeit hier eine Wand. 8 Gegner noch angezeigt. Hier kommen sie jetzt auch schon. Ich hoffe, diesmal haben wir keinen übersehen. Noch angezeigt. Und hier geht es dann weiter zu auf der ganzen Welt bekannt. Ich zeige nochmal die Karte. Ihr seht hier in der Mitte, also hier unten kommen wir rein, hier in der Mitte ist der General Arnold, der Boss, und hier rum verteilt sind vier oder fünf so Zelte. Ich glaube vier waren es. Die Zelte haben wir ja schon öfter gemacht. Ich weiß nicht, ob die in der dritten Ebene etwas stärker sind, aber wir machen ja den Boss und werden von den Zelten nichts sehen, weil der Boss dauert doch etwas länger. Oh nein, ich fürchte wieder ein Gegner übrig. Ah, okay. Der wurde gefunden, sehr gut. Und schon tot. Moment, mal schauen, ob sich jemand gemeldet hat für den Boss mit. Jetzt habe ich keinen gesehen, wir greifen einfach mal an und hoffen dann eben, naja, einer läuft schon hier mit, weiß nicht, ob noch jemand da ist, wir greifen einfach mal an, man kann ja immer noch mit zu joinen. Ihr seht, der hält wirklich einiges aus, der Boss. Ein Bogenschütze würde den natürlich deutlich schneller wegkriegen, weil der die Verteidigung doch ganz schön runterzieht. Wir würden da ein bisschen draufhauen. Hätte jetzt natürlich auch noch mehr Debuff mitnehmen können, wie den Odysseus. Ihr seht, 5 Gegner angezeigt, das heißt 4 Zelte und der Boss hier. Ah, Schildangriff, sehr gut, sehr gut. Ich lasse natürlich meinen Main so oft es geht angreifen. Er macht bei mir zumindest am meisten Schaden. Wie gesagt, den General Arnold braucht ihr für die 15. Quest vom General Washington, vom Land der Mutigen Quest. Also diejenigen, die die Quest machen, sollten auf jeden Fall hier drin sein. Ich denke, wir werden nicht ganz unter den 30 Minuten schaffen, aber unter 35 Minuten dürfen wir auf jeden Fall bleiben. Das heißt, wir werden die 160 Kisten bekommen als Endbelohnung. Kriegt natürlich wie alle Gilden-Dungeon-Kisten der Gildenleiter zugeschickt. Und je nachdem, wie es bei euch läuft, werden die dann vom Gildenleiter verteilt oder Dungeon-Leiter verteilt die. Es kommt natürlich auf die Gilde an. Die Belohnungen hier sind recht ordentlich. Es gibt viele verschiedene Kristalle. Oder Seelenkristalle, Seelenjuwele. Noch ein paar andere nützliche Dinge. So, wir haben jetzt den Boss geschafft.
ein Zelt steht auch noch oder wird zumindest noch angezeigt. Und dann können wir den Dungeon erfolgreich abschließen. Ah, hier steht noch ein Zelt. Das ist noch in Arbeit. Können wir auch nochmal beobachten vielleicht. Ja, ist schon fast tot. Das ist auch nicht groß anders als die anderen Mobs. Jawohl, hat noch eine Kanonenkugel gedroppt, sehr gut. Ja, ich mache natürlich noch für euch die Kisten, die ich habe, auf. Die anderen, denke ich, werden später verteilt. Vielleicht mache ich noch einen kurzen Schnitt und zeige euch noch, was aus den anderen Kisten kommt. Wir haben hier 13 glänzende Opale, ein Riesenseelenjuwel. Aber ihr merkt ja, insgesamt gibt es mindestens, selbst wenn ihr recht langsam seid, 230 Kisten, die ihr verteilen könnt. Maximal gibt es 300 Kisten, wenn ich das richtig gerechnet habe. Je nachdem, wie schnell ihr den Dungeon eben abgeschlossen habt. Jetzt warten wir nur noch auf die Meldung. Fenster ist schon weg, das heißt, die Meldung kommt gleich. Ihr seht, kann ich auch nochmal machen. Hier hinten war noch ein Zelt. Und da kam die Meldung, 31 Minuten 9. 1000 Nationserfahrungspunkte, wie gesagt. Wertvolle Schatztour des Patrioten einmal, stimmt natürlich nicht, da fehlt irgendwas, das hat nicht hingepasst. Ja, und ich hoffe dann, ich konnte euch diesen Dungeon hier gut zeigen und ich sehe euch dann hoffentlich beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wie versprochen, noch ein kurzer Nachtrag zum Gilden-Dungeon Revolution. Ich mache noch die Kisten auf, die verteilt wurden. 22 Stück sind es und schauen wir mal, was da so rauskommt. Und siehe da, zumindest ein ganzer Haufen verschiedener Seelenkristalle und Seelenjuwele. Können auch Sachen für einen Patrioten rauskommen, 120er und 150er Sachen, glaube ich, sind es. Die sind allerdings auch nicht so extrem gut. Ja, wie gesagt, ein Haufen verschiedener Seelenkristalle und Seelen. Und ich verabschiede mich dann. Ciao!